Und da wird ja oft angeboten, auch medizinische Art, der Gerstenkaffee. Und da sage ich, dann lieber Bohnenkaffee trinken als Gerstenkaffee. Die Giftstoffentwicklung ist hier viel höher, als wenn man eine gute Bio-Fairtrade-Kaffeebohne hat. Ganz herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 8. Florian, Kaffee. Im Durchschnitt konsumiert jeder Deutsche im Jahr 4,8 Kilogramm Kaffee. Das ist eine ganze Menge, wenn man wirklich denkt, dass jeder das macht im Durchschnitt. Das sind im Schnitt 2 Tassen Kaffee am Tag. Und damit, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ist Kaffee noch vor Bier das beliebteste Getränk in ganz Deutschland. Krass, oder? Ja, oder können wir sagen, eine der größten Drogen in Deutschland. Ja, und trotzdem ist es ja so, dass Kaffee immer wieder im Verruf ist, nicht gesund zu sein. Ja? Man hört ja so viel. Also, Kaffee übersäuert den Körper, hört man. Ja? Kaffee macht abhängig. Das kann man sich vielleicht noch so gerade vorstellen. Ja? Die einen sagen, 2 Kaffee am Tag sind ganz okay. Die anderen, es ist schon viel zu viel, lass es am besten ganz. Die einen sagen wiederum, Kaffee kann man zum täglichen Wasserkonsum dazu zählen. Die anderen sagen, nein, das geht nicht, weil Kaffee ist ein Reizstoff. Die anderen sagen, der Kaffee beruhigt. Die anderen sagen, ich habe Red Bull mit Kaffee gemischt, jetzt kann ich Geräusche sehen. Also es gibt es von allen Sorten. Und man muss ja auch noch sagen, Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee, genau. Es gibt ja Bio-Kaffee, Fairtrade-Kaffee, den Discount-Kaffee, Instant-Kaffee, gerösteten Kaffee, Kaffee aus Alu-Pads, Kaffee aus Barista-Maschinen, koffeinfreien Kaffee. Es gibt sogar grünen, rohen Kaffee, der ungeröstet ist. Und in diesem großen Flur ist die Verallgemeinerung Kaffee natürlich nicht ganz fair, denn alles hat ja irgendwo auch eine unterschiedliche Wirkung. Ist qualitativ besser oder schlechter? Genau. Ja, also die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie ist das denn jetzt mit dem Kaffee? Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Wie siehst du das? Andreas, wenn ich heute auf eine Gesundheitsmesse gehe, da sagen die einen, die Mediziner, Kaffee ist gesund. Die anderen sagen, nee, Kaffee ist ungesund, der übersäuert. Die Rohköstler sagen, das ist ein Reizstoff, den hat es in der Natur so gar nicht zu geben und so weiter. Aber ganz früher, bevor die Kolonien den Kaffee überhaupt auch mal, sag ich mal, nach Europa reingeholt haben, war Kaffee ja eigentlich ein Produkt, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Also um den Stoffwechsel durch eine bestimmte Eigenschaft, nämlich das Adrenalin, also das Koffein, zu erhöhen. Also stoffaktivierende Eigenschaften. Und natürlich ist es heute mittlerweile ein Grundnahrungsmittel geworden, wie Tee, wie Zucker, wie Salz. Ne? Das hatte früher alles mal einen anderen Ursprung. Okay, also das heißt, heute ist es im Prinzip nicht mehr so, wie es früher mal war. Aber die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, es klingt ja schon so ein bisschen durch, dass Kaffee vielleicht nicht das Optimum ist. Deshalb auch der Titel, gesunder Kaffee genießen ohne Reue. Willst du mir den jetzt auch noch wegnehmen? Also wenn wir jetzt den Kaffee durchgesprochen haben, heißt am Schluss, Andreas, der Kaffee, der kommt auch weg, ab heute nur noch Wasser. Oder wie sieht es dann aus? Naja, Andreas, es kommt drauf an, wie deine Beziehung zum Kaffee ist. Und vielleicht kann ich ja auch mal ein paar Beziehungen mal aufzeigen. Ich sage ja immer, Kaffee am Morgen zerstört die Nährstoffaufnahme des ganzen Tages. Warum? Viele Menschen benutzen den Kaffee nicht mehr als Ritual eines Genussmittels. Sie erzählen das zwar, aber man sagt ja auch, wer jeden Tag ein Bier trinkt, ist Alkoholiker. Somit kann man auch sagen, wer jeden Tag nicht auf den Kaffee verzichten muss, hat eine Abhängigkeit geschaffen. Der Kaffee, wenn ich mir den Kaffee als Symbolik vorstelle, 2 Menschen trinken Kaffee, was für ein Bild entsteht für mich da? Ich habe ein Glas Wasser, das trinke ich zuerst und dann gibt es diesen Espresso. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information. In den südländischen Gegenden ist das ja auch so. Da gibt es den Kaffee immer zusammen mit dem Wasser. Hier seltenst. Genau. Warum ist das so? Denn der Kaffee soll immer in die Verdünnung fallen. Wenn ich jetzt erst den Kaffee trinke und der zieht ja in die Magenschleimhäute ein und reduziert die Verdauungssäfte, die vom Magen ja auch in den Körper kommen. Und wenn ich vorher ein Wasser trinke, dann zieht sich der Magen erstmal das Wasser hinein und der Kaffee fällt in die Verdünnung und ist in seiner reizenden Wirkung, das wird ihm ja nachgesagt, Kaffee ist eigentlich ein Reizstoff, also ein Suchtstoff, sozusagen wirkt er mildernd. Da hat man aber auch immer nur ein Espresso getrunken, nicht ein Latte Macchiato, nicht ein Kaffee Crema, nicht Milchkaffee, nicht einen gefilterten Kaffee. Das war eigentlich immer nur dieser kleine 30 Milliliter hochpotente Espresso. Und das ist für mich eine Art medizinische Indikation. Das heißt, heutzutage, ein Espresso am Tag ist okay, oder wie?
Und es kommt darauf an, wann du ihn trinkst. Ich sage immer, am Morgen ist es schwierig, weil der Reizstoff am Morgen getrunken, der bringt ja auch meistens einen Stuhlgang. Ich nenne das immer den Angstkack. Viele Menschen brauchen den Kaffee am Morgen, um in die Gänge zu kommen. Und da sieht man schon, dass sie energieschwach sind, mineralarm sind und ihr Leben schon lange nicht mehr handhaben. Das heißt, sie laufen ihren Mineralien hinterher. Mhm. Wie meine ich das? Also, um einen Kaffee zu verstoffwechseln, brauchst du sehr viel Mineralien. Da können wir nachher gleich mal auf den pH-Wert eingehen. Ja. Wenn die Mineralien nicht da sind, bin ich schwach. Die Eigenschaft, dann zum Kaffee zu greifen oder zu Zucker zu greifen, ist sehr groß, weil durch diesen Reizstoff habe ich ein Übermaß an Energie, was sich innerhalb von 20 Minuten entlädt und dadurch bin ich leistungsfähig. Dadurch verbrauche ich aber die Mineralien der nächsten Tage. Das sieht man oft bei Menschen, die keinen Kaffee trinken. Die sind ja auf den Entzug und werden unglaublich schwach. Denen geht es nicht gut. Die kommen nicht mehr in die Pötte. Genau. Das heißt, die stehen auf, trinken den ersten Kaffee und die Kaffeeleistung des Adrenalins reduziert sich nach 6 Stunden spätestens. Das heißt, zwischen 14 und 16 Uhr trinken sie wieder einen Kaffee. Und dadurch kommt es zu dem Schnitt von 2 Kaffees pro Tag. Weil die Menschen in Deutschland, also in Europa oder überhaupt auch auf der Welt, in da alles zivilisierte Gegenden, stark übersäuert sind und starken Mineralmangel haben und sie lechzen nach solchen Reizstoffen wie Kaffee, Zucker, Weißmehl, Kohlenhydraten, Alkohol, weil die uns alle ein bisschen mehr pushen und uns eigentlich ein Leben vorgaukeln, was wir schon lange nicht mehr leben, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, okay. Also, die Frage an dich, übersäuert uns der Kaffee wirklich? Du hast jetzt schon mal gerade ganz kurz was gesagt mit dem pH-Wert des Blutes. Mhm. Warum ist der Kaffee ein Reizstoff? Na, Kaffee sollte ein Ritual sein und dieses Ritual trinkt man am Nachmittag, denn man hat eben bewiesen, auch bei der Blutgruppe A zum Beispiel, gibt ja auch Blutgruppenernährung und so weiter, aber ist jetzt nicht so relevant, dass zum Beispiel der Kaffee am Nachmittag den Stoffwechsel in seiner Aktivierung erhöht. Am Morgen getrunken zerstört er die Nährstoffaufnahme des Tages, weil er ein starkes, saures Produkt ist. Wir sprechen hier von pH 4. Das heißt, um den Kaffee zu verstoffwechseln und unser Blut hat den pH-Wert von 7,365 und dieser pH-Wert muss immer so sein. Das heißt, bei 7,9, also hochbasisch, sind wir tot und bei 6,9, zu sauer, sind wir auch tot. Das heißt, der Körper muss alles dran setzen, um diesen pH-Wert irgendwo zu halten, ja? Also den pH-Wert des Bluts. Der hat ein sogenanntes Puffersystem, mit dem kann er es ausgleichen, mit Mineralien, die er sich aus Haut, Haare, Nägeln, Knochen, Bindegewebe nimmt oder im besten Fall aus unserer basischen, nährstoffreichen, rohen Nahrung. Na, so. Du sagst das so schnell daher. Das heißt, der Körper geht an diese Dinge dran, Bindegewebe, Zähne, Haare, Knochen, um sich da dran zu bedienen sozusagen. Ja, aber nur, wenn der Kaffee mit pH 4 und nicht vorhandenen Mineralien durch unsere Nahrung eben neutralisiert werden muss mit körpereigenen Mineralien. Deswegen ist der Kaffee am Morgen nicht gut. Warum? Weil du am Morgen ja noch gar keine Nährstoffe zu dir genommen hast. Du beginnst mit Reizstoffen. Und jeder weiß, wenn ich aufstehe, kann ich nicht gleich sofort Häuser bauen und losspringen, sondern der Körper braucht 1-2 Stunden, um richtig in seine Kraft zu kommen. Ja. Wenn ich das mit dem Kaffee überreize, überkicke, dann stehe ich in einem Leben, was gar nicht meins ist. Ich bin zu schnell, ich treffe meine falschen Entscheidungen. Ich stehe in einer Droge eines Reizstoffes. Und deswegen macht der Kaffee am Morgen keinen Sinn. Aber am Nachmittag hat sich der Körper ja schon von Nahrungsmitteln bedient. Er ist in seiner Nährstoffverstoffwechslung und wenn er so einen Kaffee kommt, ist es für den Körper gar nicht mehr so reizend, wenn er gegen 14 oder 16 Uhr einen Kaffee trinkt. Mhm. Im Gegenteil, wenn dann ein guter Espresso aus einer guten Maschine kommt, der nicht sehr lange oxidieren kann, da kommen wir gleich noch dazu, dann erhöht das die Verdauungsenergie. Der Körper produziert mehr Verdauungssäfte, die Leberverstoffwechslung, also Fettverdauung, wird aktiviert, mehr Galle wird eingespritzt, die Bauchspeicheldrüse spritzt mehr Verdauungssäfte ein und dadurch erlebt der Kreislauf nochmal so einen zweiten Frühling. Und viele Menschen kommen so aus der Nachmittagsmüdigkeit heraus. Da kann man den Kaffee ganz bewusst einsetzen. Okay, also viele fragen sich jetzt bestimmt schon, wann spricht er endlich über den gesunden Kaffee? Aber vorher noch Moment. Eine Frage. Du hast auch noch ein paar Moment. Punkte. Ich habe auch noch ein paar Punkte, keine Sorge. Wir sind bei pH 4, den der Kaffee hat, wenn wir ihn trinken. Unser Blut, das wissen wir jetzt, 7,365. Das heißt, von 4 auf 5, auf 6, auf 7. Das sind 3 pH-Stufen. Das heißt, 10, 100, 1000 mal mehr Mineralien müssen gelöst werden, um den Kaffee neutralisieren, denn alles wird übers Blut in Flüssigkeiten verstoffwechselt. Und das ist das Problem, warum der Kaffee uns eben auch sehr viel Mineralien nimmt. Deswegen schadet er den Menschen, die sehr stark übersäuert sind, weil es ja schon eine reine Säure ist, den Menschen, die sehr schwaches Bindegewebe haben und den Menschen, die unter starken akuten Mineralmangel, Schlafmangel, Überarbeitung leiden. Und das sind genau die Menschen, die den Kaffee am meisten trinken. Und das zeigt sich nämlich dann auch, Andreas, wenn sie den Kaffee weglassen. Ja, richtig. Aber das heißt, also erstmal, du sagst, schwache Leute trinken oft Kaffee. Ja, interessant. Das hast du auch gesagt, warum. Aber
Wie zeigt sich das, wenn man Kaffee weglässt? Kopfschmerzen, das ist ja der Klassiker, ne? Also wenn man, gerade wenn es jetzt mal so ein Fasten, das ist ja oft so in unseren Fastenkuren, dass wir sagen, vorher bitte Kaffee weglassen. Und Achtung, dann kommen die Kopfschmerzen. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Genau, Andreas, Teilnehmer, die bei uns in Haselbach in einer Kurapie-Akademie zur Leberreinigung anreisen oder zum Fasten, dann kriegen die immer einen Brief, 2 Wochen vorher, da steht drin, bitte 3 Tage vor Seminarbeginn den Kaffee weglassen. Und viele fragen auch gar nicht, warum. Und wenn sie dann kommen, sagen sie, ey, Herr Sauer, wenn ich das gewusst hätte, ich hatte 3 Tage höllische Kopfschmerzen. Dann sage ich, ja, und das habe ich ganz bewusst so gemacht, weil lieber einen glücklichen, fröhlichen Fastenteilnehmer in meinem Kurs, als dass die Teilnehmer am 1., 2. und 3. Tag mit Kopfschmerzen, Plagen im Bett liegen, die Wanderung nicht mitmachen können. Weil die Kaffeesucht, die Abhängigkeit des Kaffees, zeigt sich immer im Kopfschmerz. Und warum genau der Kopfschmerz? Wenn du den Kaffee weglässt, Andreas, dann fängt der Körper ja nicht mehr an, sich mit den Reizstoffen kontrolliert abzuhandeln, sondern er fängt an zu entgiften. Und bei der Entgiftung fehlt ihm das Wasser. Und das bringt die Reizung im Gehirn, weil die Niere dann einen Ersatzstoff hochschickt, das ist Ammoniak, und der wirkt reizend. Das heißt, solange die Menschen Kaffee trinken, sind sie blockiert. Der Körper kann auch nicht wirklich gut entgiften. Aber sobald sie den Kaffee weglassen, merken sie, dass der Schweiß ganz anders riecht, dass sie Kopfschmerzen kriegen, weil der Körper sofort in die Entgiftung geht. Und bei der Entgiftung entstehen Rückvergiftungen. Das heißt, der Körper scheidet die überschüssigen eingelagerten Kaffeesäuren und was da alles in den Zellen eingelagert ist, aus. Dadurch entsteht Wassermangel und dadurch entstehen Kopfschmerzen. Nach 3 Tagen sind die weg. Und dann kann man sich überlegen, ob der Kaffee ab da an vielleicht nur noch ein Genussmittel ist, von 2-3 Mal die Woche am Nachmittag getrunken, oder ob man ihn wirklich jeden Tag 2 Mal braucht. Ja. Aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, Kaffee zu trinken, der jetzt nicht dem klassischen Kaffee entspricht und für meine Begriffe trotzdem sehr, sehr lecker ist. Genau. Deshalb jetzt die Frage, auf die alle warten. Was kannst du uns denn empfehlen, wenn wir jetzt sagen, gesunder Kaffee 2-3 Mal die Woche ist mir vielleicht zu wenig oder ich will ihn komplett ersetzen? Was kann man da tun? Also erst einmal die Kaffeetrinker. Ich will den Kaffeetrinker nicht den Kaffee nehmen. Ich möchte, dass die Menschen, die Kaffee trinken, guten Kaffee trinken, ihn richtig zubereiten, eine gute Kaffeesorte auswählen und damit eigentlich safe sind. Ja, da atmen jetzt einige, glaube ich, schon mal hörbar auf. Also ich sag mal, ich persönlich, ich bin Blutgruppe A, ich trinke ungefähr 3 Mal in der Woche einen Espresso. Das ist für mich auch so ein Ritual, weil ich das von alther kenne. Ne? Bitterstoffe, der Körper denkt ja beim Kaffee immer, es kommen Bitterstoffe. Dass da nicht diese Bitterstoffe drin sind, die unsere Leber braucht, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe mich sehr viel mit dem Kaffee befasst. Ich hatte früher auch unglaublich teure Maschinen, wo ich nur noch auf den Knopf draufdrücken musste. Dann kam da gleich der Milchkaffee mit raus. Da gibt's ja so tolle Sachen heutzutage, ne? Knöpfchen drücken, ABC, was willst du haben, und dann kommen die tollsten Sachen da raus. Genau, mit den Aluminiumköchern, mit den Aluminiumpads. Da habe ich doch gar nicht dran gedacht, aber die gibt es auch. Genau, immer schön rein, Kapseln rein. Richtig. Ja. Und jetzt kann ich sagen, der einzig gute Kaffee ist der Kaffee, der aus einer richtig guten Barista-Maschine hergestellt wird. Das heißt, die Bohnen sind als Ganzes in der Maschine drin, werden frisch gemahlen, fallen dann aus dem Gerät wieder raus, werden in so einen Potter reingedrückt und dann mit einer Maschine 4 Bar Potter eingehängt, gepresst, so wie man es in den italienischen Kaffee sieht und in den besseren Restaurants. Mhm. Das heißt, diese ganzen Kaffee-Vollautomaten, die in der Maschine alles machen, wo Verkeimung entsteht, Feuchtigkeit, die ja nicht auseinandergelegt werden alle 2-3 Tage und gereinigt werden, wo sehr viel Schimmel entsteht, weil der Dreser unten drin liegt, das kann man vergessen. Das hat nichts mit gesundem Kaffee. Man trinkt hier so viel Schimmel, so viel Keime, so viel Sporen, dass hier mehr Gifte drin sind, als der Kaffee uns was bringt. Aber es gibt eine Grundregel für gesunden Kaffee. Wenn der Kaffee nach der Pressung innerhalb von 10 Minuten getrunken wird, dann wird der Kaffee neutral verstoffwechselt. Aha. Filterkaffee, Kaffee, der länger steht, der einer Oxidierung unterliegt nach dem Pressen durch Wasser, durch Sauerstoff und so weiter, der reagiert, je älter er wird, sauer. Das heißt, der Filterkaffee ist eigentlich das Schlimme. Der Kannenkaffee ist das Schlimme. Dieser billige Kaffee bei den einfachen Bäckern, der da so rumsteht mit so einer Kanne obendrauf, das ist das Schlimmste und jeder merkt das. Denn wer so einen Kaffee trinkt, der merkt danach sofort eine Reizung in seiner Speiseröhre, weil die Säuren eben hochdampfen, weil es die Speiseröhre reizt, weil es den Magen reizt. Das hat man bei so einen kleinen Espresso mit einem Glas Wasser vorher nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, kann jeder mal ausprobieren. Okay, wir können ja gerne mal die Kaffeemaschine als Beispiel verlinken, weil die Frage liegt jetzt quasi im Raum, welche Maschine empfiehlst du denn jetzt? Die können wir gerne mal verlinken in den Shownotes, sodass man da eben nicht lange suchen muss, um als Beispiel da mal
die so. Genau, ich habe so eine kleine Maschine, eine Profi-Espresso-Maschine, die kostet 650 Euro, so rum muss man rechnen. Die frisch malt, Malwerk gleich drin, einen kleinen Potter, die ist nicht breiter wie 40 cm, also passt in jede Küche, wie diese großen Supermaschinen ja auch. Aber da kann ja nie im Gerät was verkeimen, weil ja immer die Bohnen rausfallen, gemahlen, frisch, die können nicht oxidieren vorher. Und es wird nur warmes Wasser durch den Durchlauferhitzer rausgepresst. Und die Teile, wo der Kaffee durchgepresst wird, die werden danach immer gleich ausgewaschen. Und das ist wirklich, diese Gastrobag, ein unglaublich toller Kaffee. Und wenn ich unterwegs einen Kaffee trinke, dann schaue ich in die Restaurants immer rein, was sie für eine Kaffeemaschine haben. Und wenn ich eine gute Barista-Maschine sehe und die auch frischen Kaffee haben, vielleicht noch Bio-Fairtrade-Kaffee, der nicht mit Zucker geröstet ist, dann sage ich, okay, da setze ich mich gerne am Nachmittag mal rein und dann genieße ich auch diesen Kaffee in Form eines Rituals. Also ich mache das ähnlich. Ja, also ich mag ja Kaffee generell überhaupt gar nicht. Filterkaffee stehe ich überhaupt nicht drauf. Aber so ab und zu mal einen richtig guten Espresso, da kann ich mich mit anfreunden. Aber da ich ansonsten eher zu der Fraktion gehöre, dass ich schon mal gerne irgendwie dann auch mal nachmittags was genieße und dann auch gerne mal einen Kaffee, da gibt es eben auch andere Alternativen. Und diese Alternative habe ich von dir kennengelernt. Also beschreib uns doch mal, wie kann man das machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also wir wissen viele kennen ja diesen Gerstenkaffee. Ja? Wenn ich mit Leuten spreche, es gibt doch Alternative und gesunden Kaffee. Ja, Gerstenkaffee kenne ich. Was ist denn damit? Also wir wissen jetzt, dass Filterkaffee eben nicht geht und wenn, dann muss er frisch gepresst und so weiter sein. Es gibt aber auch viele Menschen, wie du es gerade eben erwähnt hast, die vertragen gar nicht Kaffee, weil sie zu hohen Blutdruck haben oder zu niedrigen Blutdruck oder zu dickes Blut und der Stoffwechsel überreagiert, sie werden hippelig und kriegen auch Allergien oder allergische Stressreaktionen daraus. Und die trinken dann Alternativen. Und da wird ja oft angeboten, auch medizinische Art, der Gerstenkaffee. Und da sage ich, dann lieber Bohnenkaffee trinken als Gerstenkaffee. Warum? Weil diese Gersten erstmal ein Dinkelgetreide ist, ist schon mal nicht gut. Und zweitens wird der geröstet, bis er zu Asche zerfällt. Das heißt, die Giftstoffentwicklung der Toxine durch das Rösten ist hier viel höher, als wenn man eine gute Bio-Fairtrade-Kaffeebohne hat, die in einem Röstverfahren von ein paar Minuten auf einen bestimmten Arrabbiata-Geschmack, Crema-Geschmack und so weiter gebracht wird von den Nuancen her. Ja. Es gibt aber noch andere Sachen wie Gerstenkaffee, Andreas. Weil Gerste finde ich nicht gut. Auch dieser Kaffee in der Werbung mit den Getreidesorten und so. Da wird ja oft auch noch richtiger Kaffee mit beigemischt, weil ganz ohne geht es vielleicht doch nicht. Es gibt aber wirklich einen Kaffee alternativ, den ich empfehlen kann für Leute, die einfach zu viel Kaffee trinken. Denn in meinen Nährstoffanalysen habe ich oft Manager da, die trinken 3-4 Kaffees pro Tag, weil sie sonst ihr Leben nicht mehr rocken können. Die sagen dann, Florian, ich kann nicht ohne Kaffee, da kann ich meine Firma dicht machen. Die brauchen den, weil sie abhängig sind. Und da arbeiten wir mit Lupinenkaffee. Das heißt, von den Süßlupinen, das sind die Germanen, die das haben, auch entwickelt, geröstete Lupinen, Süßlupinen oder Zichorie. Und da muss man auch kein Arrabbiata beimischen. Dieser Kaffee hat zwar keine Reizstoffe wie Koffeine oder Teeine in sich drin, aber er hat sehr viele Proteine und Eiweißstrukturen drin. Das heißt, dieser Kaffee schmeckt wie Bohnenkaffee. Er hat aber hier einen sättigenden Charakter und somit auch einen befriedigenden Charakter, der uns dieses Wohlgefühl und das Ritual, das sich natürlich manipulatorisch in unsere DNA eingepflanzt hat, dass man immer mit den Gesellschaften, sozialen Kontakten einen Kaffee trinkt. Also die Psyche spielt ja hier auch mit. Und dieser Lupinenkaffee, der nennt sich Kaffee Pino und den gibt es ja in jedem Bioladen mittlerweile, auch in unserem Shop zu kaufen. Ja, rote Verpackung, die kann ich gerne mal verlinken, da könnt ihr euch den angucken. Oh, das ist ja toll. In jedem Bioladen zu finden, habe ich auch bei uns zu Hause und den trinke ich, wenn dann Kaffee, trinke ich in der Regel diesen. So, und jetzt gibt es ja auch noch Kaffeesorten, Andreas. Was war denn deine liebste Kaffeesorte immer? Latte Macchiato. Ja, na wunderbar. Du, wenn du wüsstest, dass in 100 Milliliter Milch heutzutage 150.000 Eiderbakterien zulässig sind und deswegen die Milchindustrie bei diesen ganzen Kuhäutern die Milch auf 150 Grad erhitzen müssen und bei 60.000 Umdrehungen schleudern müssen, damit du das Fett und das Blut und den Eiter nicht mehr siehst, da würdest du dir einen deiner beschissenen Latte Macchiatos nämlich sparen, wenn du das wirklich wüsstest. Und wenn man biochemisch sieht, was deinem Körper abläuft, dass diese Milch den Kaffee ja in dieser Verschleimung, was sie macht, in unser Blut hineinzieht und dadurch das Blut verdickt, dann würden wir einen Latte Macchiato nicht mehr trinken. Ja, und es deshalb ist aber jetzt, wichtig. Deshalb hast du bestimmt jetzt ein paar schöne Tipps für uns, wie wir die Milch im Kaffee ersetzen können, denn es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen gerade genannten Lupinenkaffee so zuzubereiten, dass er aussieht wie so ein Latte Macchiato bzw. so ein Cappuccino. Ja, nicht nur der Lupinenkaffee, Andreas, so ein richtiger guter Barista Espresso. Den kann man sich ja auch mal mit was richtig Coolen auch aufmixen. Gibt ja in Amerika den Bulletproof Coffee mit dieser C8-Caprylsäure, aber einfach mal das Milchprodukt.
Nicole und ich, wir machen das immer so, wir haben eine Mandelmilch, also Mandelpüree, wird mit ein bisschen Wasser und Vanille gemixt zum Beispiel und wird dann aufgeschäumt. Dadurch habe ich eine richtig schöne Crema und dann lassen wir den Espresso und eine Mandelmilch hineinfallen. Dann wird der Kaffee nämlich leicht angefettet, dadurch kann er auch in die Magen-Darm-Schleimhäute nicht einziehen und wird dann über den Dünndarm verstoffwechselt. Auch dann tritt es in einer anderen Reaktion auf, aber man könnte zum Beispiel auch Hafermilch zum Beispiel nehmen, um den Kaffee ein bisschen einzufetten. Das geht natürlich auch und dann ist er auch schonend in seiner Verstoffwechselung natürlich, wenn man ihn als Latte Macchiato Form vegan und pflanzlich nimmt, dann brauchen wir auch keine Kuhmilch mehr, das entlastet dann unsere Kühe auch in Europa. Ja, und was mich ja total begeistert hat, ist ja, ich mag ja gar keine Milch trinken, weil ich eben auch weiß, was Milch so für Auswirkungen haben kann. Mandelpüree gibt es ja sehr, sehr guten, zum Beispiel von der Firma Betty Butter. Können wir auch gerne verlinken. Damit machst du ja wirklich auch einen schönen Schaum. Wie machst du das? Ja, wir haben unglaublich tolle alternative Kaffeerezepte auch. Aber wenn du jetzt heißes Wasser nimmst, Andreas, und füllst meinetwegen 40 Milliliter heißes Wasser in so einen kleinen Blenderbehälter, machst dann einen halben Esslöffel Mandelpüree rein und vielleicht auch ein bisschen was Süßes, machst es zu und mixt es dann für 20, 30 Sekunden durch. Durch das heiße Wasser entsteht eine richtige Kaffeecreme, eine richtige Milchcreme obendrauf. Wenn du das jetzt in deine Espresso oder in deine Latte Macchiato Tasse hineinschüttest und lässt dann deinen frischen gepressten Kaffee, Siebdruckkaffee natürlich reinlaufen, dann hast du diese super Schichtung zu zwei unterschiedlichen homogen emulgierten Dichten und der steht dann so in der Mitte und es kriegt kein Mensch mit, dass das keine Kuhmilch ist. Aber die Kaffees checken das in der heutigen Zeit noch nicht. Die nehmen diese, ich sage ja immer, blöde Sojamilch aus den Tetrapacks, was ist nicht so mein Ding ist. Aber ich denke, irgendwann kommt die Zeit, dass die Menschen da drin aufwachen und sagen, da gibt es ja noch einen viel besseren Geschmack und eine viel bessere Qualität da drin. Ja, also wichtig ist, dass das Wasser heiß ist und man braucht natürlich einen entsprechenden Mixer, um auch so kleine Mengen aufzumixen. Es gibt ja einige, die haben der so Personal Blender. Genau, der Personal Blender, das ist derjenige, mit dem das wunderbar funktioniert. Der ist auch gar nicht so teuer, kann man für ganz viele Sachen verwenden. Den kann ich auch mal verlinken, den Personal Blender. Kommt also auch alles mit in die Shownotes. Also heute richtig viele Links hier und viele Tipps. Ja. Und Andreas, für mich eine kleine Zusammenfassung. Worauf kommt es an? Dass ich eine gute Maschine habe. Das ist das A und O. Und ich würde nicht mehr in so einen Bäcker reingehen, wo die Maschinen nicht entkeimt werden, nicht gereinigt werden jeden Tag. Diese fertigen, kompakten Zun-Maschinen. Das muss eine richtige Barista sein. Ein guter Kaffee, ein Bio-Kaffee, der nicht mit Zucker geröstet ist, also Fairtrade, dass man auch wenigstens im Anbau was unterstützt, dass da auch wirklich gutes Geld dafür gezahlt wird. Das heißt, fürs halbe Kilo oder für 250 Gramm kann man da ruhig mal 6, 7 Euro bezahlen. Ne, Gepa-Kaffee finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Den gibt es auch in jedem Bioladen zum Beispiel. Oder im Demeter-Kaffee ist auch ganz okay. Aber da gibt es auch noch andere Biofirmen. So, dann ist es wichtig, dass der Kaffee nicht zu oft getrunken wird, also weil der Körper sonst zu viel Nährstoffe verliert beim Neutralisationsverhältnis damit. Dass man den Kaffee mehr nach der Mittagszeit trinkt als vor der Mittagszeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Und, dass man nach dem Kaffee nochmal ein Glas Wasser trinkt. Warum? Weil der Kaffee in seiner Verstoffwechselung den Körper ein Glas Wasser klaut. Und es gibt Menschen, die sehr viel Kaffee trinken oder Tee und das sind die Menschen, die sehr viel Längsrillen über der Oberlippe haben und da sieht man Wassermangel im Dünndarm und im Dickdarm. Das heißt Menschen, die sehr dehydriert sind und auch da entstehen Stoffwechselprobleme, die später in Autoimmunerkrankungen die Folge haben. Und das sind so ein paar ganz wesentliche Tipps, die ich eben so rausgeben kann für die Leute, die wirklich Kaffee trinken müssen. Für die, die ihn nicht brauchen, die müssen auch nicht mit dem Kaffee anfangen. Ja, genau. Jetzt ist ja noch so, dass du in deinen Kursen auch Kaffee-Einläufe machst. Ja? Das heißt jetzt für uns, also trinken sollten wir nicht, aber als Einlauf ist er okay, hinten rein oder wie kann ich mir das vorstellen? Hatten wir besprochen, dass wir das in diesem Podcast rannehmen, Andreas? Ja, natürlich. Ja, also, ich muss wirklich sagen, ich hatte ja damals Morbus Crohn und ich habe auch mit Grassafteinläufen die Entzündungsherde bei mir im Dickdarm wunderbar neutralisieren können. Das habe ich in einem tollen Buch gelesen und zwar in der Gerson-Therapie vom Dr. Gerson. Und da hat man in der Krebstherapie, in der Behandlung mit grüner Lichtkraft, also mit Weizengrassäften, Dinkelgrassäften, immer die Rückvergiftungen erfahren. Das heißt, bei den Ausscheidungen der Giftstoffe sind die wieder ins Blut gegangen und haben die Klienten, die sowieso immunschwach waren, zusätzlich geschwächt. Und da ist man auf die Idee gekommen, diesen Reizstoff nicht oben oral einzuführen, sondern hinten rektal über einen Einlauf.
über sogenannte Kaffeeanläufe. Und was ist dabei passiert? Das Koffein geht über die Fortadern ins Blut, innerhalb von 20 Sekunden wird es zur Leber gepumpt und die Leber hat hier ihre Gifte abgeworfen. Also es kam zur Entschleimung über den Darm zur Ausscheidung. Und dadurch haben sich die Ausscheidungskrisen bei der Entgiftung reduziert und die Klienten sind schneller in Selbstheilungsprogramme gekommen. Der Körper hat selbst gemacht. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe das damals wirklich ausprobiert und musste sagen, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Und diese Information damals haben wir natürlich in unsere Fasten, auch in unsere Leberreinigungskurse mit eingebaut. Denn als Abschluss von solchen Entgiftungen empfehlen wir immer mit einem Kaffeeeinlauf die Sache abzuschließen. Mittlerweile nehmen wir aber grünen Rohkaffee, denn der hat kein Koffein, der hat ein Tein. Der wirkt also entspannter und überkickt die Leute nicht so bei den Einläufen. Und ja, da muss man nicht schmunzeln, das ist eben medizinisch fundiert. Diese Dinge kann man anwenden, um bei akuten Problemen, Andreas, körperliche Probleme, du hast Panik. Dein Körper, du müsstest Notarzt rufen, hast aber vielleicht Angst, dir erstmal einen Einlauf zu machen und da auch dich nicht davor zu scheuen, mal in einen Liter drei Espresso reinzugeben, also nicht überdosieren, das ist so meine Empfehlung, wie wir das bei uns in den Kursen machen im Thüringer Wald, und diesen als Einlauf mindestens 20 Minuten zu halten, also mehr wie ein Liter ist nur notwendig, um mal zu schauen, wie der Körper darauf reagiert. Ich weiß, dass viele Leute danach unglaublich viel Energie haben, machen ihren Jahresabschluss, kündigen ihre Versicherung, räumen im Haus auf, da wird die Garage aufgeräumt, weil du lebst sozusagen diesen Energiekick von unten, der dann nicht Nährstoffe klaut, weil nur das Koffein übers Blut geht in den Darm und nicht die Säure. Ja, wunderbar. Florian, zusammenfassen brauche ich nicht mehr, hast du eben schon gemacht. Ich sage vielen Dank für die unfassbar vielen Tipps heute. Es ging also sag mal, Andreas, haben wir nicht noch einen Kaffeewitz auf Tasche? Ja, du hast doch eine, kannst du gleich noch bringen. Lass mich gerade den Schluss hier noch machen. Ja? Den bewahren wir uns zum Schluss auf. Ja? Also, Kaffeewitz auch von Tasche. Hast du mal noch Marc? Also, wir haben eine ganze Menge heute gelernt von dir. Und wir haben zum Glück gelernt, dass wir den Kaffee eben jetzt nicht komplett abschaffen müssen, sondern dass es eben auch Bedingungen gibt, unter denen er okay ist. Und das ist ja die gute Nachricht für viele. Mhm. Und sogar leckere Rezepte waren mit dabei. Also, zum Abschluss, schaut in die Shownotes rein. Auf grünundgesund.de findet ihr die Sektion Podcast und dort findet ihr Links zu allen Dingen, die aufgeführt wurden. Angefangen vom Kaffee Pino bei Florian im Shop oder auch Püree, Blender, Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Alles dort aufgelistet. Und ja, wenn du unseren Kanal abonnieren möchtest, damit du keine Folge in Zukunft verpasst, dann können wir nur sagen, sehr, sehr gerne, mach das doch. Und ja, Florian, zum Schluss hast du noch eine auf der Tasche für uns. Ja, Andreas, weißt du, wer den meisten Kaffee trinkt? Ja, erzähl's mir. Die Leute, die am meisten gestresst Politiker. Sind. Nee, ja, Politiker ja. Trinken den meisten Kaffee. Und Frau Merkel ruft bei Donald Trump an und sagt, wenn du mein Mann wärst, würde ich dir Gift in den Kaffee mischen. Und da sagt der Herr Trump, wenn du meine Frau wärst, dann würde ich den sogar trinken. Ja, sehr schön. Okay, also Kaffee auch in der Politik. Wunderbar. Dabei wollten wir eigentlich gar keinen politischen Podcast machen. Ja? Naja, wie auch immer. Also, das war's für heute bei der Gesundheit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß dabei. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und sagen ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.